Angeführt von Didi Hallervorden jagen drei Killer den Kandidaten. Eine Woche haben sie Zeit, den Mann zu erschießen. Das wäre dann der Sieg und bedeutet für jeden der Killer eine Prämie. Überlebt allerdings der Kandidat die Menschenjagd auf ihn, bekommt er 1 Million Mark. Showdown im Fernsehstudio. Ein schmieriger Dieter Thomas Heck als Moderator. Freies Schussfeld für die Killer. Soweit die Geschichte, die von großen Teilen des Fernsehpublikums für echt gehalten wird. Aber nicht alle sind entsetzt. Volkes Stimme war im Allgemeinen, Mensch, wenn du schon mitmachst, warum hast du denn nicht getroffen und wie viel Geld gibt es denn für sowas? Und kann man sich da auch bewerben und was hat denn der Mann wirklich bekommen? Viele Männer melden sich beim Sender und wollen mitspielen. Sie haben sich für das Millionenspiel beworben und würden sowohl den Gejagten als aber auch den Jäger spielen. Ja. Würde Ihnen das nichts ausmachen, auf Menschen zu schießen? Im Prinzip nein. Es macht Ihnen aber was aus, auf Tiere zu schießen? Ja. Wo ist da der Unterschied? Tja, ich würde sagen, Tiere sind wehrlos. Und Menschen können sich wehren. Sie würden also grundsätzlich auch nicht gegen Mord sein? Gegen Mord schon. Aber das, was Sie in einem solchen Spiel machen würden, wäre doch Mord. Ja, das gehört ja zum Spiel.